Na los, wo ist der nächste? Ist das in seinem Ernst? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 8. Wie bereits angekündigt, kehrt das Projekt als Solo-Projekt zurück. Das Together wurde ja abgeblasen. Nun will ich aber auch zu meinem Wort stehen und das Ganze hier weitermachen. Und da ich gerade ein bisschen Zeit gefunden habe zum Aufnehmen, dachte ich mir, ja, warum nicht das Ganze jetzt mal langsam bis sicher auch anfangen? Ein bisschen zurück, wir haben im letzten Part, der schon jetzt, was weiß ich, wie lange her ist, Part 7 war es, glaube ich, den Solo-Spieler-Modus abgeschlossen und möchten uns nun den Partys widmen. Also den Modus haben wir schon abgeschlossen, sprich der Party-Modus steht uns als nächstes bevor. Dann werde ich noch die restlichen Minispiele zeigen oder eigentlich nochmal alle und die ganzen Modi. Ja, extra Spiel warte mich auch noch um. Bonus-Bossal werde ich noch den ganzen Bonus-Content dann halt am Ende zeigen. Sprich, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Partys, dem Herzstück einer jeden Mario Party logischerweise. Wir spielen, also Duell hatten wir eh schon, 2-2. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt im Let's Play sehen möchte. Werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Ist einfach bloß, man spielt halt in Zweierteams gegeneinander. Eignet sich jetzt sehr gut für Freunde sozusagen, die sich in Teams duellieren möchten. Wir spielen jetzt einfach mal jeder gegen jeden. Ich spiele natürlich allein. Und natürlich meinen Main, Yoshinski. Und ich habe mir schon mal ein bisschen was überlegt. Also auf jeden Fall möchte ich auch im ersten Brett Luigi dabei haben. Und ich möchte immer so einen menschlichen Charakter dabei haben, als einen von den hier oben. Dann immer einen so von diesen Special-Charakteren, sprich den vielen hier links. Und dann noch einen von Bowsers Bösewichten eigentlich meistens. Kann aber auch sein, dass meine Auswahl da ziemlich variiert. So. Das erste Brett ist ja DKs Tropenthron, wie ihr wisst. Wir nehmen mich da jetzt noch mit. Ehrlich gestanden ganz schön schwierig, die Frage. Auf Toad hätte ich ehrlich gestanden schon Bock. Nehmen wir mal Toad mit. Ja. Und Blooper möchte ich mir für den Südseesteg aufheben. Knochentrocken passt eigentlich eher so zu Buhu. Nehmen wir den Hammer Bro, genau. So, Runden. Jetzt wird's interessant. Das ganze Spiel geht ja logisch eigentlich immer 50 Runden, aber das ist abnormal viel. 20 finde ich fast kurz. 35 war damals das normale Spiel. Also hier rechts sind die damaligen Mario Party Verhältnisse sozusagen angegeben. Aber mittlerweile kann man einfach das auch nach 5 Runden sozusagen nach 5 Runden Paketen ausspielen. Mindestens 10. Ich würde fast sagen, wir spielen am besten 25, weil 20 finde ich zwar zu kurz, aber 25 ist eigentlich so das halbe Spiel sozusagen und genau das möchte ich eigentlich auch zeigen sozusagen, so ein Einblick. Wir nehmen das Multipaket, also alle Bonussteine lassen wir ein und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Komm, Spielstärke machen wir mal auf stark. Extrem ist mir dann zu extrem, weil... Und wir fangen an mit DKs Tropenthron. Let's go! Und ihr kriegt das natürlich schön wieder hochskaliert, weil ich sehe das hier in einem beschissenen Format. Aber, was es zunächst einmal zu erwähnen gäbe, das Ganze ist hier, nun ja, jetzt viel größer, das Brett im Party-Modus. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, beziehungsweise wahrscheinlich wisst ihr es nicht, wenn ihr das Spiel nicht kennt, aber... Die Bretter sind an sich viel größer. Im Duellmodus, also einer gegen einen, so wie sie auch in der Sternrelais vorkommt, sind die viel kleiner. Finde ich zwar eine gute Lösung, aber natürlich will ich euch mal den gesamten Auswuchs dieses Bretts zeigen, beziehungsweise aller Bretter. Der kann gleich mal die Fresse halten. Und dann legen wir auch schon die Startreihenfolge. Leck mich doch. Ach komm, ist doch nicht lustig. Natürlich bin ich Letzte. Und apropos, mir fällt gerade auf, ich habe ja noch einen Nunchuk dran. Ich spiele ja nur mit Remote. Kann ich gleich schon mal abmachen. So, jo, wir kriegen 10 Münzen für den Start. Nunchuk braucht man ja gar nicht bei dem Spiel, sondern nur, die Remote.
Manchmal braucht man nur im Extraspielmodus in einem einzigen Minispiel. Finde ich interessant, aber ist so. Und da ist der erste Stern. Und hier ist das, herrscht das klassische Prinzip vor, also 20 Münzen für einen Stern und der wandert über das gesamte Spielbrett. Und man muss halt schauen, dass man den einfängt. Und ich finde Luigis Aussprache so geil. I'm ready. Ja, ich glaube in Sonic Unleashed habe ich es irgendwann auch mal angesprochen, aber warum kamen keine Videos mehr? Ich weiß es nicht, ich hatte meistens einfach keine Lust zum Aufnehmen, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Sondern eher Lust, was anderes zu machen. Okay, er kauft sich kein Item, er geht straight forward zum Stern. So geht's natürlich auch. Eine 4. Ich finde es übrigens überhaupt nicht cool, dass der Typ einfach mal eine 10 gewürfelt hat. Ich glaube, das Bonbon-Prinzip hat man mittlerweile eigentlich einigermaßen kapiert. Ah, gescheit recht. So. Aber das sieht schon mal sehr stark nach einem 1 gegen 3 Minispiel aus. Ich finde es bloß überhaupt nicht cool, dass ich der Letzte bin. Aber man muss sich manchen Dingen eben fügen. Und wer weiß, manchmal bringt es auch einem sogar Vorteile, wenn man Letzter ist. Und Alter, ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt ernsthaft eine 10 würfel. Das kriege ich, ein Doppelbonbon. Yes! Oder zweimal Bonbon. Wir gehen logischerweise nach links. Da ist ja auch der Stern. Ihr merkt schon, es funktioniert sehr viel mit Zeiger und allem möglichen. Nee, sorry, ich brauche mein Geld selber. Und hallo Luigi, da bin ich wieder. Das Problem ist, bei dem Sternfeld, habe ich schon gesehen, sind die Piranha-Pflanzenfelder als Ereignisfelder. Zwar könnte man da natürlich leicht an einen Ereignispunkt für einen eigenen Stern rankommen, aber... nein. Wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, das Feld ist nicht gut und... Oh nee. Das Schlimme ist, ich muss jetzt auch noch mit Luigi zusammenarbeiten und, jo. Das Spiel ist nicht cool. Beziehungsweise, das hatten wir... Hatten wir das nicht eigentlich schon... Obwohl, nee, wir haben ja noch nie zu viert gespielt, aber egal. Ich würde sagen, ich erkläre die Spiele immer selbstständig, weil da immer die Minispielbeschreibungen vorzulesen, ist eigentlich unnötig kompliziert. Ich meine, das Prinzip erklärt sich eigentlich so ziemlich von selbst. Es ist ähnlich wie dieses eine Spiel in Mario Party 4 mit den Schneemännern. Nur, dass der Einzelspieler halt sozusagen die Macht über die Schneebälle hat und nicht irgendwelche Schneemänner. Und das Problem ist, wenn der hier das eineist, dann wird es ja auch noch unnötig rutschig und alles und... Ah! Die anderen beiden Volldeppen sind natürlich schon runtergefallen. Wie gesagt, ich kann auch springen und alles. Und das Prinzip dürfte, wie gesagt, selbsterklärend sein. Und damit war's das. Yes, damit habe ich schon mal genügend Kohle für einen Stern. Jetzt muss ich bloß hoffen, dass Luigi nicht genügend würfelt. Ansonsten habe ich verkackt. Sehr schön. Okay, es wird automatisch gespeichert. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt sogar das Wichtigste. Eigentlich wollte ich ja Mario Party auch ursprünglich dazu benutzen, ein bisschen off-topic zu reden. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt kriegt er ernsthaft den Stern. Du Fixer, du Blöder. Ah, gibt's ja nicht. Come on. Das ist nicht fair. Ich hätte die 10 bereits beim Auswürfeln gebraucht, ihr Spasten. Na, mal schauen, wo der nächste erscheint. Bitte nicht unten. Ach, da! Ach Gott, noch beschissen hätte er aber auch nicht platzieren können. Ich muss schauen, dass ich irgendwie zurück zum Start komme, aber viel schlimmer ist, dass ich... ja, jetzt erstmal an den Brennerpflanzen vorbeikommen muss irgendwie. Ja, das darf jetzt nicht so ein Akt werden. Ach ja, stimmt, ich bin ja Letzte. Ich vergesse das gerade immer wieder. Beziehungsweise eigentlich hat Hammerbruder jetzt die besten Karten. Der hat auch noch genügend Münzen. Geil. Weil der ist ja noch am Start und alles und... Könnt kotzen. Aber die Musik ist cool und das Ambiente hier. So ein richtig schöner Dschungel. Ich liebe das erste Brett in Mario Party 8. Obwohl es rein logisch betrachtet bei mir nur auf Platz 4 ist. Obwohl es eigentlich sich streitet. Es ist eigentlich Platz 3. Aber ich mag ein anderes Brett eigentlich genauso sehr, nämlich das dritte. Das Buhu-Brett. Sehr schön. Ja, lass ich so durchgehen. Ich meine, Mario Party 9 und 10 wäre das die höchstmögliche Zahl.
Also immer schön zufrieden geben. Alter, ein dreimal Bonbon. Alter. Wie geil. Also das Spiel supportet mich gerade ein bisschen. Ich fühle mich ja fast geschmeichelt. So, jetzt mal ein 4 gegen 4er Minispiel. Wie gesagt, die Beschreibung lese ich jetzt nicht extra groß vor. Ansonsten dauert das hier viel zu lange und ihr wollt ja auch einen Fluss im Let's Play drin haben und alles und... Wackelparty! Das ist so ein Spiel, das kann ich schon gewinnen, aber... Ich weiß nicht, es geht eigentlich... Ja, okay, gut. Steuerung schaue ich mir meistens halt noch an. Es ist wieder so ein selbsterklärendes Spiel. Wir müssen über das Seil, das hier ist, balancieren und dürfen uns nicht runterwehen lassen. Sprich, es ist, man muss bedacht ausbalancieren und vorwärts gehen. Nur bei mir will er gerade irgendwie nicht vorwärts gehen. Ich muss jetzt gerade ehrlich gestanden hoffen, dass es die anderen runterweht. Los, lauf schneller, du Vollidiot. Ach, ja. Das habe ich. Damit habe ich fast schon gerechnet, dass es mich runterhaut. Nicht immer, Bro. Nein. Das Blöde an dem Spiel ist halt, dass die Bewegungssteuerung ein bisschen mau ist. Ich meine, ich habe sonst wirklich nie Probleme mit Motion-Steuerung. Echt nie. Aber es gibt so Momente. Da wünsche ich mir dann doch eher die gute alte Knöpfchensteuerung. Nein! Der hat ein Süßmaulbonbon, der Arsch. Boah, Luigi. Dann würfel wenigstens niedrig. Nein. Also, zur Erklärung, mit einem Süßmaulbonbon kann man jemand anderes ein Bonbon wegschnappen. Dankeschön, Gott. Dass du wenigstens mit mir Erbarm hattest. Geht runter. Ja, okay, gut, er will ja zum Stern. Also, so betrachtet macht das schon Sinn. Ich überlege gerade bloß, weil es gibt ja auch diese Fasskanonen und alles, ob sich das lohnen würde. Ich glaube, der Typ ist schon zu nah am Stern dran. Und er wird ja wohl kaum jetzt noch so viel Münzen verlieren, dass er das nicht mehr erreicht. Ehrlich gestanden würde ich mir sogar fast das Bonbon aufsparen wollen. Und irgendwie ist gerade mein Zeiger weg. Cool. Was war jetzt die Scheiße? Ja, also das finde ich jetzt gerade irgendwie weniger cool. Wartet mal kurz, ich mache hier einen Cut. So, das Ding läuft wieder. Hatte gerade irgendwie, was weiß ich, Totalausfall oder so. Und ich benutze jetzt mal nicht mein Bonbon. Ich würfel irgendwie nur hoch. Ich meine nicht, dass ich das schlecht finde, aber mal schauen, was das so im Angebot hat. Ein Sonderangebot, geil. Kosten die Bonbons nur halb so viel, glaube ich. 15. Ein Vektor-Bonbon wäre sau praktisch für ein Pleite-Bonbon. Das Problem ist erstens, es wird durch Fallwurf entschieden und zweitens hätte ich dann kein Geld mehr. Ein dreimal Bonbon wäre aber auch nicht schlecht, ey. Boah. Das ist jetzt die Frage, was ich nehme. Ich würde sogar fast ein Vektor-Bonbon nehmen. Oder ein Pleite-Bonbon. Ich weiß es doch nicht. Ehrlich gesagt würde ich mir eigentlich mein Geld aufsparen. Und ich glaube, Hammerbro noch aufzuhalten bringt eh nicht so viel. Nee. Ich meine, der hat 39 Münzen, der Typ. Das kann man eigentlich vergessen. Ja, dann noch ein rotes Feld. Seems legit. Oh, Zweier-Minispiel. Mal schauen, was es da jetzt so Hübsches gibt. Gumbas sind Farbe. Eigentlich auch wieder ein sehr schnell erklärtes Minispiel und das eigentlich auch nicht sonderlich schwer sein dürfte. Zu gewinnen. Wir sind überall Gumbas und wir müssen mehr in unserer Farbe einfärben als der Gegner.
Natürlich kann man die Goombas, die bereits eingefärbt wurden, nochmal umfärben und alles. Und ich glaube, man kann sogar den anderen paralysieren, wenn man die mit einem Farbtropfen trifft, aber... so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also, es ist sehr selten, dass man überhaupt so weit kommt, jemand andere... Ja, okay, gut, man kann sie paralysieren. Wie man gerade sehen konnte, anhand von mir. Sag mal, warum ist eigentlich meine Steuerung gekehrt, meine blöde Frage? Toad. Warte. Ich glaube, wir haben ja einen mehr. Yes! Nice one. Ich muss ja auch die Minispiele gewinnen, um den Minispielstern zu bekommen. Ach ja, wo da oben steht's übrigens, nur ganz nebenbei. I'm so genius. Ach ja. So. Ja, das ist schön für dich, Luigi. Warte, was? Was soll das sein? Warum setzt er... Nein. Er will auf dem Glückszelt landen, oder? Und es ist so blöd dazu. Obwohl, ich weiß, glaube ich, sogar noch, was da passiert ist. Das war das Ereigniszelt nebenbei. Und Toad hat keinen Bock auf Kanone. Auch okay. Dann waren das da oben die Landestationen. Die sind dazu da, um von unten nach oben zu kommen. Schön, dass man das mir auch mal sagt. Ist schon länger her, dass ich mal Party 8 gespielt habe. Ja, okay, das war's. Hey, mein Bro hat den Stern. Yo. Aber dann holen die auch. Moment. Nee, du erzählst mir jetzt, dass der nächste irgendwo da oben erscheint, wo ich gerade noch war. Dann drehe ich durch. Na los, wo ist der nächste? Du! Blitz! Ach! Ist das in sein Ernst? Danke. Netter Humor, Nintendo. Netter Humor. Ja, dann auch noch eine 3. Leck mich. Obwohl! Geil! DK fällt! Für die, die es nicht wissen, DK bringt Glück. Und auf dem ersten Brett ist er auch noch richtig geil. Nämlich, da gibt es einen Donkey Kong Direktflug. Geil! Praktischer geht's doch gar nicht. Gib her das Teil. Yes! Epic! Was eine Wende! Wirf ich eine 3 und lande auf dem DK-Feld. Wo ist der nächste? Da, wo gerade noch Todd war. Aber der ist jetzt in die andere Richtung. Das heißt, den könnte ich mir holen. Problem ist, wenn man auf dem DK-Feld war, kommt als nächstes ein Bowser-Feld. Ich glaube, das Ganze hatten wir schon mal in der Sternrelais. Ich glaube, bei Goombas Südseesteg und allem. So. Wieder ein 1 gegen 3 Minispiel. Mal schauen. Was kommt? Schrecken der Lüfte. Wenn ich jetzt nicht gerade Einzelspieler bin, könnte ich es gewinnen. Okay, sehr gut. Wieder ganz einfach zu erklären, wir haben die drei Einzelspieler am Luftballons und müssen halt so fliegen, dass sie jetzt nicht ausgerechnet vom Einzelspieler getroffen und versenkt werden. Das Ganze funktioniert bei Motion-Steuerung, leider. Oh Gott, das ist ultra scheiße. Und das Problem ist, dass am Anfang einem auch noch die anderen die ganze Zeit nerven und man deshalb sackisch aufpassen muss, dass man nicht den Schuss halt von dem Typen gerät, weil einem einer im Weg steht. Ein anderer. Und Luigi Swat. Geil gemacht, Luigi. Noch 5 Sekunden. Das Schlimme ist, der kann sogar einen One-Hitten, wenn es blöd kommt.
aber mich kriegt er nicht. Ha! Wie ich einen Arsch gerettet hab. Und das Beste ist auch noch, dass Hammerbruder der Einzelspieler war. Dadurch kriegen alle Münzen nur er nicht und er führt ja. Share ist sehr schön, genau. Führ ich jetzt? Ja! Geil. Zwar nur um eine Münze, aber ich bin in Führung. Und ich habe einen Dreimal-Bonbon. Das ist eh das Epischste. So. Okay. Warte, hat er sich jetzt ein... Oh shit, 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 oh shit. Kegelbonbon. Ihr wisst, was das bedeutet. Und natürlich landet er auch noch direkt vor mir. Jetzt muss ich hochwürfeln. Ich muss schauen, dass ich aus dem seiner scheiß Schusslinie... Was ist gerade mit mir los? Aus dem seiner Schusslinie rauskomme. Sonst habe ich ein Problem. Apropos, wie sieht's mit der Runde aus? Naja, ich würde sagen, aufgrund des Cuts kann man da jetzt noch die eine Runde hier reinpacken und dann war es das auch schon mit Part 1, 2. Welche Runde sind wir eigentlich? 5 von 25, das ist eigentlich sehr gut. Dann halten wir nämlich mein geplantes Arrangement am Laufen, dass ich so 5 Runden pro Part mache. Oder halt auch mehr, mal schauen. Vector-Bonbon. Und außerdem sind die alle auf roten Feldern gelandet. Was soll die Scheiße? Der jetzt auch noch, oder wie? Ich dachte schon, er landet auf dem eigenen Feld, aber nee. Habe ich übrigens mal erwähnt, wie geil ich das Brett finde vom Design her, wegen den Feldern vor allem. Die haben so einen ganz eigenen Flair irgendwie. So, jetzt setzen wir mal das Ding hier ein und schauen, dass wir Richtung Stern kommen. Aber Moment mal. Das ist doch DK. Aber ich kann es mir nicht leisten. Scheiße. Ah, nee. DK ist nämlich, ich glaube, 5 Münzen. Und, naja, der Stein kostet mehr. Fuck. Und dann holt sich wahrscheinlich Toad. Oh, nee. So eine Scheiße. Na ja, gut, wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob man dann auf dem Feld stehen bleibt, wo man ankommt. Wenn das so ist, dann weiß ich mir in der nächsten Runde den Hintern. Ja, und dann auch noch ein rotes Feld. Und schon wieder alle gegen Hammer, Bro, weil er als einziger auf dem blauen Feld landet. Ist auch mal interessant. Denkt man eigentlich eher seltener. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt spielen dürfen. Rotationspuzzle. Das ist interessant. Man muss nämlich ein Puzzle lösen. So dritt. Irgendwie. Die Atmosphäre ist hier so geil wegen dem Sonnenuntergang. Ich finde das Spiel dafür echt richtig geil. Was ist ein Panzer? Ja, als ob! Meistens haben wir nämlich die drei Spieler verkackt, weil ihr seht ja, ihr könnt ja unschwer erkennen, warum. Ja, als ob! Alter, ihr glaubt gar nicht, wie sau schwer das ist. So verkackt. Leckmuck. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit in diesem Mario Party 8 Part und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es hier weitergeht auf DKs Tropenthron. Bis dann und ciao.